Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator. Mit dabei ist der liebe Batix. Servus Batix. Servus Sieger, servus Leute. Ja, endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Ja, bei mir war Internet tot und daher ging bei uns leider eine ganze Weile nichts mehr. Ich frage mich immer noch, wie es bei dir ganz. Bei dir war es ja, wie lange war es bei dir tot? Schon eine Woche. Von Dienstag bis Sonntag um 15 Uhr. Also Dienstagabend bis auf einmal Sonntag 15 Uhr. Okay. Kurz andere Frage, welche Route fährst du? Ich fahre nachher die mit dem Highlander Park. Also 4 oder? Es müsste 4 sein. Welche fährst du gerade? Gerade fahre ich keine. Okay, ja, dann fahre ich eine andere. Welche Route ist gut? Ich fahre jetzt einfach mal Route 1, das ist mir jetzt auch egal. So, Junge. Scheibenwischer verwenden. Scheibenmesser sind an. Sind da jetzt schon Fahrgäste drin? Ja. So, wie viele haben keine Fahrkarte? Gut. Nein, immer noch nicht hinsetzen. Ich kannte dem gerade auf den Kopf drucken, aber. Gefällt mir. Digga, mach deinen Schmutz aus dem Gesicht, bitte. Das sieht zum Kotzen aus. Ha. Warum haben sie eigentlich einen Mundschutz auf und sie nicht mit ihrem. Alter, wie kann man einen pinken Bart haben? Sieht zum Kotzen aus. Keine Ahnung. Eine Frau mit Mundschutz. Ja, das Jahr der Pandemie. Und das ist im Jahr der Pandemie. Achso, ja. Geht jetzt auch schon Ewigkeiten. Ich hab die Schnauze voll jetzt so langsam. Zum dritten Mal wegen scheiß PCR, dass sie jetzt zu Hause bleiben müssen. Geschkretze. Und was war jedes Mal negativ? Jedes Mal. Junge, warum backt es bei mir jetzt gerade so? Gespart. Ich hoffe, das backt bei dir nicht so wie bei mir. Nö, bei mir geht's eigentlich. Bei mir war es gerade eben extrem. Was? Ach, komm. Einmal das. Jetzt hat er was los, Taxi. Hallo, da ist grün. So. Autsch. Route wählen. Route 4. Jetzt fahren. Egal, ich sag nichts mehr dazu. Was? Ja, die können alle nicht Auto fahren. Okay. Dann ist schön. Nee. So. Nach 500 Kilometer auch mal eine erste Bushaltestelle. Was hast du vergessen? Nee, nix. Ich rede nicht mit dir. Ja, zu spät, leck. Warte mal.
Hi. Hi. Na, jetzt muss ich warten. Oder will ich eine Fahrkarte? Oren, einfach. Bitte. Okay. Bin schon zu weit. Verdammt. Hä? So oft, bis ich's nochmal weiß. So, weiter geht die Tour. Hallo! Wenn nicht ein Blinker ist, dann sagst du zum Warten, Kollege. Habe heute so Augenschmerzen, ich hab keine Ahnung, was los ist. Alter, wie lange war die? 5 Jahre auf Gelb? Ah, und dann auf Rot, ich glaube. Wo? Was zu spät, Junge, wie schnell soll ich fahren? Willst du mich verarschen? Hi. Eine Fahrkarte, bitte. So. Oh nein! Ich habe die Prüfung morgen total vergessen. Einfach. Danke. Perfekt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Union, einfache Fahrt und. Danke. Ist mir egal. Sind jetzt bloß welche ausgestiegen. Wie kann sein, dass ich 4 Minuten 10 Sekunden zu spät bin? Außer mir liegt das nicht mit dem Vorgänger. Also ich bin auch relativ spät dran. Sie haben da eins vergessen. Busfahren macht Spaß. Was ist mit dir los? Also du dumme Sau, steig jetzt mal aus. Lauf, sonst mache ich dir Beine, du dumme. So. Ja, ich komme einen Zahltag näher. Einfache Fahrt, bitte. Wo sieht man das eigentlich jedes Mal? Hey. Oben. Normal. Tageskarte. Oben. Ja, wenn du an eine Bushaltestelle rankommst. Oh. Nein, das war ich nicht. Hier. Ich hätte mich fast meine Kunden umgefahren. Schneiden wir raus, hat keiner gesehen. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. So. Klar. Hier ist sie. Ah, jetzt okay. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Und hier bitte. Ist ein Foto meiner Katze. Oh. Diese Verlangen nach dem. Oder dieses unaufgeforderte Zeigen der Fahrkarte. Und dann noch dieses Katzenbild jedes Mal hinterher gelabert. Drag me up von All Directions ist für mich der perfekte Start in den Tag. Meine Enkel haben einen neuen Hund, den sie sehr lieb haben. Ah. Tu dein Handy weg und sah nächstes Mal ordentlich, du dumme Sau. Will mich verarschen. Der Schnauze voll. Immer diese Schwarzfahrer, hä? Nee. Die will gerade 8 Euro nochmal was von mir zurück. Das kriegt sie alle 5 Cent Stück, ist mir scheißegal.
Alter, wenn ich so in den Bus gehen würde, hey, der Busfahrer würde mich rausschmeißen. Und dann würde sagen, fahr gratis mit. Gibt's auch mal einen hier. Ja, aber da kriegst du die Krätze, also wirklich. Ja. Ja, piss dich, nimm deine 5 Cent Stücke. Du musst Sau. Warte, das will ich jetzt schon errechnen, wie viel das ist. Unsere Route ist toll. Die Restaurants in Chinatown laufen jetzt noch besser. Ja, Tag. Einer der Geschäftsleute in Oakwood hat angefragt, ob unsere Busse Werbung für ihn fahren würden. Ich habe Ted hergebeten, damit er uns damit hilft. 88 durch 0,0555 Cent. Schau bei einer Lackiererei vorbei und lass die Werbung auf einem der Busse anbringen. Die Bezahlung dafür kommt an jeden Tag. Wenn sich noch mehr Unternehmen an uns wenden, schicke ich dir eine Nachricht. Die hat jetzt 176 5 Cent Stücke von mir bekommen, dumme Sau. Geil. Danke. Ich brauche heute Abend. Ich sollte so schreien. Ja, ich hab's erwischt. Meine Enkel haben mir erzählt, dass die Universität sehr tierfreundlich ist. Ja, grübel nicht so lange. Halt der Maul. So. Ich bin auf einem Hof groß geworden. Manchmal vermisse ich das aber. Ich glaube, nur 2-3 Euro in die Hand nimmt und der Fahrer, der kauft, zahlen es lieber 120 Euro. Das verstehe ich immer noch nicht. Ja, Handy weg, dann ziehst du einen Bus, wenn er kommt und läufst nicht über den Zebrastreifen. Trottel. Oh, war mir nicht klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja. Junge, die sollen das Schild einfach nächstes Mal ein bisschen weiter rechts reinbauen. Dass ich noch ein drittes Mal dagegen fahre. Na klar, hier bitte. Ja, so machen sie mir doch mit Absicht. Nicht klar. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, sie heißt Mounty. Bitte. Hier ist sie. Nochmal. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ach ja. So, wer von euch Vollporschen hat es jetzt gesagt? Nein? Du? Junge, du siehst aus wie ein Opa mit grauen Haaren und irgendwelchen. Erstmal noch hier deine Aladdin-Stiefel, irgendwelche 50-40er Jahre Hose und dein T-Shirt sieht genauso kacke aus. Und siehst aus wie ein 80-jähriger Typ mit Breitmuskelstatur, was weiß ich, Alter. Junge. Und dein Bart sieht komisch aus. Arschloch. Hallo. Am Arsch runter ist eine Fahrkarte von verloren. Ich brauche eine Fahrkarte. Hey. Hallo, Tag, die da hinten. Ich frag nicht dich, ich frag die Dame jetzt. Danke. Was? Was? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Keine Ahnung, bitte. Was das ist. Danke. Ja. Was? Was ist denn das, eine Fahrkarte? Kenn ich das? Alter. Im Baker Park gibt's bald ein All Directions Konzert. Schön für das Konzert. Interessiert mich auch nicht. Das interessiert doch keinen. Hallo, fahr mit deinem Dreckshumpen. Und fahr nicht, Alter. Ich mein Busverschneider. Autsch. Wie blöd willst du eine Bushaltestelle hinbauen? Sie, also die Game-Entwickler, ja. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Direkt nach der Kurve. Wohin? Oh, ja. Immer dieses Smalltalk, Gelabre von denen. Du musst dir mal die Oma, die Senioren ganz genau anhören. Die klingen wie irgendwelche. Alter. Ups. Pass auf, was wartest du? Das nenne ich die. Leg dein scheiß Handy weg, wenn du eine Fahrkarte willst. Wiedersehen. Ich bin in Copperpot aufgewachsen, aber ich habe hart gearbeitet. Das vergessen wir und das schneiden wir raus. Millbrook leisten. Hä? Alter, mach deine Musik aus. Junge, hallo. Sag ich mal auf die Fresse, wer ist das? Du machst deine scheiß Musik aus, du dumme Sau.
Du machst es ja aus, habe ich gesagt, nicht leiser. Sonst jage ich dir einen Stöpsel durchs Ohr und auf der anderen Seite kommt er wieder raus. Junge, das ist so ein Gejaule, leck mich am Arsch. So, du willst immer noch eine Fahrkarte. Ah, jetzt funktioniert er, ich glaube auch. Ja. Bitte, und jetzt. Ja, Zollag. Lauf zu, Fetti. Okay. War ja hier jetzt in Station. Sollte. Okay. Also ich bin gleich in der letzten Bushaltestelle. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin in der letzten Bushaltestelle. Gerade ich auch gewesen. Gleich. Aber du fährst schon wieder weiter. Nein. Ich fahr gerade zum Lackierer. Okay. Zu spät, danke, das weiß ich immer noch. So. Werbung. Innenausstattung. Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich. So, wie weit bist du? Fertig. Okay. Wieso? Kannst du mal zum Lackierer gehen? Und Werbung auf den Bus machen? Wo ist der? Der ist bei mir hier oben. Highlander Park. Okay. Mal Werbung drauf. Mhm. Schön. Okay. Werbung welche? Du hast nur eine von, also einmal keine Werbung und eine Werbung, wo du frei hast. Die mit dem komischen roten. Genau. Ist die einzige Werbung, wo wir haben. Aktuell. Wie viel Kohle zeigst du bei dir an? 147.000. Okay. Alles gut, das ist dann quasi die gleiche Kohle, wie ich auch hab. Absolut hässliche Werbung. Ja. Ja, immerhin kriegt man 1000 Euro pro Bus, pro Zahltag. Für die Werbung. Kracht er mir da jetzt ernsthaft gerade in meinen Bus rein? Wo? Willst du mich verarschen? Der ist 5 Kilometer entfernt. Mein Spiegel! Arschlochspiegel. So. Also, an dieser Stelle würde ich mal fast sagen, das war's mit unserem kleinen Ausflug hier.
Also wieder ganz sprunghaft. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wer neu ist, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut auch beim Batix vorbei. Link ist wie immer in der Videobeschreibung oder hier über mir dieses schöne B. Einmal draufklicken, dann kommt ihr zum Batix auf den Kanal. Schaut auch bei ihm gerne vorbei, abonniert ihn, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.